und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Nach lange mal wieder. Ich bin heute auf Martinique und ich bin gerade bei den Balatagärten und warte, dass die Gäste hier vorbeikommen. Denn wir gehen gleich da hoch. Da kommen alle vorbei und ich warte auf die Gäste. So. Ja, wer es nicht weiß, ich arbeite auf einem Kreuzfahrtschiff und bin gerade schon jetzt in den zweiten Monat mittlerweile schon in der Karibik. Oh mein Gott, es ist ein Traum. So, ich erkunde jetzt mal die Brücke. Das habe ich jetzt beim letzten Mal leider nicht geschafft. Deswegen gehe ich heute schon einmal alleine drüber und dann müssten auch die Gäste so langsam eintrudeln. Ich nehme euch heute mit. Während des Ausflugs zeige ich euch so die schönsten Sachen. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Jeder kennt ja diese Tropenhäuser, wie zum Beispiel in, oh mein Gott, das schwingt, wie zum Beispiel in Leipzig. Und das hier ist einfach genau das Tropenhaus, nur in echt. Wir fliegen einfach Kolibris lang und so. Und das ist einfach so krass. Schaut euch das mal an. Da werde ich dann auch gleich stehen bei dem Baum und fotografieren. Und es kommen auch schon die ersten Gäste. So, jetzt muss ich schnell rüber. Dass ich mit der... Uah, Heiliger! Das ist voll lustig, dass ich mit der Kamera gleich bereit bin. So. Oh, es schwingt einfach so sehr und es ist einfach so hoch. Meine Taktik ist heute, einfach zu sagen, hey, einfach mal gleich stehen bleiben und einmal lächeln. Klappt hier mal ganz gut. Wir sind gerade am zweiten Ziel unseres heutigen Ausfluges angekommen. Distillerie Clément. Ja, hier wird Rum produziert und dieses Gelände der Distillerie ist einfach mega schön. Ich zeige euch so ein bisschen was davon. Mal gucken, wie lange mein Akku hält. Der gibt nämlich leider bald den Geist auf. Kommt ein Bus. Und ja, genau, wir sind heute, by the way, in Martinique. Ich weiß nicht, wie weit ich das schon erzählt hatte. Wenn nicht, dann erzähle ich es einfach mal. Martinique, Port de France und das Ganze ist Tatsache französisch. Wir sind auf einer französischen Insel, auf der wir auch WLAN haben. Nicht WLAN, Roaming. Und selbst die Autos hier, die Nummernschilder, haben ein französisches Kennzeichen. Go, jetzt habe ich den Anschluss meiner Gruppe verloren. Ei, ich muss mit zum Eingang. Es ist einfach alles so mega schön hier.
Dieses ganze Gelände ist so liebevoll gestaltet und bepflanzt. So, auf geht's. Jo, ich habe meine Gruppe wiedergefunden. Ich habe sie eingeholt. Gut, dass man, wenn man sich schon auskennt, wo man ist. Guckt euch bitte diese Umgebung an hier, die ist so toll. Alles Rumfässer und dieser Geruch hier drin, den könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So richtig süß, aber auch irgendwie stechend nach Alkohol. Aber es riecht trotzdem mega angenehm. Wahnsinn, alles rum. Hier stehen irgendwelche Maschinenteile. Und das Zuckerrohr, was man hier zum Rumherstellen benötigt. Das ist voll krass, wie hoch das ist. Das ist sicherlich diese höchste Spitze da oben. 3 Meter, mit Sicherheit. So, jetzt stehe ich vor dem Wohnhaus, wo der Mr. Clément damals gelebt hat. Das ist heute noch zum Anschauen offen. Und da werde ich auch gleich mal reingehen. Das ist die Gegend hier. Mega schön. Aber jetzt geht's erstmal rein in das Haus. Bereich. Veranda. Essbereich. Es ist einfach alles so mega alt. Aber schön. Sind Karten. Und das hier ist aber der Hammer. Das ist eine uralte Schreibmaschine. Und hier sehe ich gerade, das sind die Inseln. Dominica, Martinique, St. Lucia. Spannend. So, ich bin wieder zurück auf dem Schiff. Der Akku von meiner Kamera war dann leider alle, aber gut, ihr habt alles gesehen. Und dann würde ich das Ganze jetzt beenden. Ich hoffe, das hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss!